gestatten Neustädter, Roman Neustädter und Edu natürlich. Die rauen, harten Fußballprofis wurden heute zur eleganten Herrenmarke Laufstegmodel in Paris. Dank Ansons. Der Schalke-Partner hat wie in den letzten Jahren die Profis der Königsblauen mit Ausgehanzügen ausgestattet und für Luis Holpi, eigentlich eher der legere Typ, ein Volltreffer. Ich bin jetzt der neue Sportdirektor von FC Schalke 04. Tolle Klamotten, muss man ehrlich sagen. Sehr stilvoll, schick, aber auch noch leger ein bisschen noch dabei, finde ich, mit dem Cardigan und auch schöne Farbe. Und die haben letztes Jahr schon bewiesen, also ernstens, dass sie auf jeden Fall ja, Klamotten sehr gut schneiden können und natürlich auch produzieren können. Fühlst du dich wohl in den Sachen? Ich fühle mich sehr wohl. Also normalerweise ist man immer so eingeengt. Ich bin eigentlich nicht so ein Anzugträger, aber ich denke mal jetzt, also ich habe es schon ein paar Mal versucht. Es funktioniert. Gerade in Flügen muss man ja ein bisschen flexibel sein. Der graue Anzug aus dem letzten Jahr hat ausgedient. Aber wie sollte es auf Schalke auch anders sein? Jetzt muss Blau kommen. Das war auch für den Geschäftsleiter Ansons aus Düsseldorf klar. Orientieren sich die Designer oder in den Besprechungen, orientiert man sich eher am königsblauen Fußballdress oder eher an den trendigen Modezeitschriften, wenn man so etwas entwirft? Wir versuchen natürlich möglichst beides unter einen Hut zu bringen. Schmale Silhouetten, schmale Krawatten, körpernah geschnittene Hemden, kurze Mäntel, das ist eben das, was im Moment Trend ist. Und bei der Farbgestaltung, bei der Farbgebung, bei den Kontrasten Weiß und Blau versucht man natürlich auch so ein bisschen auf den Verein einzugehen und das einfach mit einzubeziehen. Und, was sagt der Trainer dazu? Passt. Passt. Damit unsere Jungs auch den feinen Zwirn ordentlich auf ihren Auswärtsreisen verstauen können, gibt's direkt das passende Gepäckstück mit der eigenen Trikotnummer dazu. Die Firma Lloyd hat sich um das passende Schuhwerk und damit auch um das kostbarste Stück der Knappen gekümmert. Schließlich kommt es da ja auch auf Qualität an. Jetzt ist das eigentlich das richtige Werkzeug eines Fußballers, ist der Fußballschuh. Jetzt hast du die braunen Schlappen an. Ich formuliere es jetzt flachsig. Was ist denn komfortabler? Also wenn ich ehrlich bin, natürlich meine Arbeitsklamotten. Trainingsplatz oder am Fußballplatz fühle ich mich schon wohler. Aber wie gesagt, abends auch mal schön essen gehen. Oder wenn man mal, sag ich mal, einen Mannschaftsabend hat oder sowas, dann zieht man sich auch ganz gerne mal schick an. Und die Sachen kommen natürlich perfekt hin.